Was halten Sie von den politischen Parteien? Tja, solange wir uns nur Vorteile bringen, ohne weiteres ja. Sie sind schon nötig, denn jede Partei kämpft natürlich für ihre Idee. Ja, und du musst ja doch jemand regieren, ne? Ein Fundstück aus schwarz-weißer Zeit. Es ist 1967. Der Krieg seit einer Generation vorbei, das Wirtschaftswunder geht zur Neige. Da fragt das deutsche Fernsehen mal grundsätzlich. Was halten Sie von Demokratie, zum Beispiel von Parteien? Die Antworten abwartend bis positiv. Ja, die sind schön und gut, solange sie für unser Wohl sorgen. Und heute? Ein halbes Jahrhundert später fragen wir wieder. Wie steht es um die Demokratie? Und wie sieht ihre Zukunft aus? Sie wollen doch nicht etwa behalten, dass hier in der Bundesrepublik Deutschland Demokratie herrscht. Wir haben keine gute Demokratie. Ich glaube, dass die Menschen, die unzufrieden sind, schon etwas Richtiges fühlen. Und das ist, dass wir Gefahr laufen, uns mit einem System in eine Sackgasse zu manövrieren. In der Türkei wird der Ausnahmezustand um 3 Monate verlängert. Erdogan verfügte heute weitere Massenentlassungen. Wörtlich sprach Erdogan davon, dass sein Land noch nicht vollkommen von der Verbrecherbande gesäubert sei. America first. Der Präsident regiert per Erlass. You are fake news. Demokratie, gerade in ihrer Liberalität und Offenheit, gebiert auch immer ihre Feinde. Gestern ein neues Amerika und morgen ein neues Europa. Nous vivons la fin d'un monde et la naissance d'un autre. Wir sind auf Dauer nicht aufzuhalten. Demokratie ist ein Risiko. Es ist nicht ein Schlüssel zum Guten, wo alles dann positiv verläuft. Verpisst euch hier! Lügen! Die machen Politik nicht für die Leute, die sie wählen, sondern um sich selbst an der Macht zu halten. Die Demokratie ist immer dann am stärksten in Gefahr, wenn die Menschen beginnen, sie für selbstverständlich zu halten. Pirna an der Elbe, Sachsen. Eine halbe Autostunde weg von Dresden. Auf diesem Platz beginnt gleich ein Stadtfest namens Markt der Kulturen. Mit dabei ein Grüppchen Aktivisten, die sich Demo nennen. Ihr Plan? Werbung machen. Nicht für eine Partei, nicht für einen Verein, sondern für Demokratie an sich. Sie wollen sie retten. Mit Kinderschminken und Gesprächen. Heute. Hier, auf diesem Platz. Gerade dadurch, dass es so viele Angreifer auf die Demokratie gerade gibt oder zumindest so viele Bewegungen in eine Richtung, die ich da eher für bedenklich halte, kommt man natürlich erst wieder auf die Idee, dass es da was zu verteidigen gibt. Gerade auf dem Dorf ist es halt so, dass die Leute da doch eher der Meinung sind, sie können mit ihrer Stimme nichts bewegen und die Regierung macht eh, was sie will. Und ich finde halt, dass Demokratie etwas ist, was wir schätzen sollten und es ist halt ein Privileg, was wir hier genießen können. Und unsere Vorfahren haben halt dafür gekämpft, dass wir wählen gehen dürfen und unsere Meinung äußern dürfen. Und ich finde, deshalb sollten wir das auch nutzen. Also wollen sie ins Gespräch kommen. Vor allem mit denen, die Demokratie skeptisch sehen. Und sie müssen gar nicht lange warten. Wir haben keine gute Demokratie. Warum? Wir haben keine. Wir können uns über sowas frei unterhalten und wir können für unsere Parteien und wo, dann stimmen. Und wo kann man das nicht? In Nicht-Demokratien. Wenn Sie in der Türkei so eine abweichende Meinung äußern würden, hätten Sie ein ganz anderes Woher wissen Sie das? Ich war in der Türkei tatsächlich und? Viel. Und? Ja. Und Sie sind doch trotzdem noch da. Ich bin wiedergekommen, aber weil ich meinen Mund halten musste politisch. Das ist doch nur ein Gefühl. Hallo,
darf ich Sie ganz kurz eine Minute anhalten? Was haben Sie denn versorgen? Ich verkaufe überhaupt nichts. Ich möchte nur reden. Ich gehe wählen, ja. Sie gehen wählen, Sie auch? Wissen Sie schon, ob Sie wählen gehen werden? Sie werden nicht wählen oder Sie wissen es noch nicht? Nein. Ich gehe nicht. Sie gehen nicht wählen? Das, was jetzt läuft, kann man so nicht akzeptieren. Und die einen, die machen das mit der Wahl, also dass sie wählen gehen, und die anderen machen das mit der Wahl, indem sie nicht gehen. Da gehe ich jetzt als Protest nicht wählen. Und fühlt ihr euch vertreten im Moment? Also fühlt ihr euch gehört oder vertreten von der Politik? Ja, nicht. Nicht? Wird aber bald kommen, ist ja bald Wahlen. Ne? Ja, aber mit den Wahlen fühlt ihr euch dann gehört und vertreten? Ja, nicht wirklich, weil es geht ja im Endeffekt immer. Es ist wirklich nur Geplänkel, und was danach realisiert wird, ist, man muss sich davor schon informieren und diese hohlen Phrasen dann direkt aussortieren. Ja. Stimmen wie diese sind keine Besonderheit von Pirna. Wissenschaftler fragen die Bürger regelmäßig bundesweit. Wie zufrieden sind sie mit dem Funktionieren der Demokratie? Ende 2016 zeigte sich fast jeder Dritte der Befragten damit unzufrieden. In den neuen Bundesländern sogar fast jeder Zweite. Damit waren die Ostdeutschen unzufriedener als die Polen. Und gar nicht so weit weg von Ungarn. Ist die Demokratie in einer Krise? Nein, ist sie nicht, meint Bundestagspräsident Norbert Lammert. Nur ein Drittel Unzufriedene. Damit könne man doch zufrieden sein. Es kann ja keine Rede davon sein, auch nach Ihren eigenen Zahlen, die Sie gerade genannt haben, dass die meisten mit dem Funktionieren unzufrieden wären, sondern dass eine Minderheit unzufrieden ist. Die nicht nur treuherzige, sondern geradezu fundamentalistische Vorstellung, eigentlich müssten alle mit allem zufrieden sein. Die habe ich nun allerdings nicht. Also kein Grund zur Sorge? Ein paar Unzufriedene gibt's halt immer? Er sieht das deutlich düsterer. Jascha Munk ist Politikprofessor an der Harvard University in Boston. Er ist in Deutschland aufgewachsen, lebt in London. Und er hat ein Buch geschrieben. Titel: Der Zerfall der Demokratie. Seine These: Es bröckelt an der Ursubstanz. Wir sind immer davon ausgegangen, dass unser System stabil ist und wir uns keine Sorgen machen müssen. Ich glaube, wir müssen nicht fatalistisch sein, wir müssen auf keinen Fall aufgeben, aber wir müssen uns auf jeden Fall große Sorgen machen. Den Schluss zieht Munk aus einer weltweiten Wertestudie. Dabei zeigt sich ein krasser Generationenunterschied. Von den US-Bürgern, die in den 30ern geboren wurden, sagten 72%, Demokratie ist für mich ganz essentiell. Unter den nach 1980 Geborenen meint das nicht mal jeder Dritte. Ähnlich ist es in Europa. Nur 48% der jungen Deutschen finden Demokratie noch super wichtig. Nur 35% der Niederländer. Und nur 29% der jungen Briten. Munk sieht vor allem einen Grund dafür. Die Aufwärtsspirale funktioniert nicht mehr. Die Demokratie, sie liefert nicht. Wir möchten uns vormachen in Deutschland, dass Menschen in der Nachkriegszeit zu tiefen Demokraten geworden sind, aus ideologischen Gründen. Aber die Demokratie hat in Deutschland genau in dem Zeitraum Fuß gefasst, als es das Wirtschaftswunder gab. Was halten Sie von den politischen Parteien? Tja, solange wir uns nur Vorteile bringen, ohne weiteres ja. Ja, die sind schön und gut, solange sie für unser Wohl sorgen. Wir waren Wirtschaftsdemokraten. Und das ist vielleicht in allen Ländern ein bisschen so. In der gesamten Geschichte der stabilen Demokratien hat der durchschnittliche Bürger einen sehr raschen Anwachs an Lebensqualität gehabt. Und oft hat sich der Lebensstandard innerhalb einer Generation verdoppelt. Von 1935 bis 1960 hat sich in den USA verdoppelt. Von 1960 bis 1985 wieder verdoppelt. Und seit 1985 ist es konstant. Und mittlerweile sagen sich die Leute, naja, ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet und mir geht es nicht wirklich besser als meinen Eltern. Und meinen Kindern wird es vielleicht noch einmal schlechter gehen. Also, warum versuchen wir nicht mal was Neues? Die Wissenschaftler fragten auch, tut es einem Land gut, von einem starken Führer regiert zu werden? In den USA bejahten das 50% der jungen Menschen, in Großbritannien 35%.
In Schweden 26%. Und auch in Deutschland hat fast jeder Fünfte Interesse an einem starken Führer. Ich glaube, dass Leute, die älter sind, natürlich risikoaverser sind. Dass sie gesehen haben, was es bedeutet, unter dem Kommunismus zu leben und zu leiden oder nebenan zu leben. Was es bedeutet, im Faschismus zu leben. Und für jüngere Generationen ist es halt mehr abstrakt. Ja, Demokratie, also ich werde auch in meinem Leben nie unter Kommunismus oder Faschismus leiden. Also sehe ich nur noch das Schlechte in meinem System. Das gilt offenbar nicht nur für Jüngere. Zurück in Pirna, Sachsen. Die Aktivisten der Jugendbewegung Demo wollen wissen, was genau stört an der Demokratie. Eine Antwort kommt ganz oft, der Streit. Manchmal frage ich mich, was der Sender sagt das, der Sender sagt das, die sagen das. Was ist denn nur eigentlich wahr? Man weiß jetzt gar nicht mehr, wenn man überhaupt richtig glauben kann. Ja. Und da denke ich manchmal, liegt das daran, dass ich schon älter bin? Oder liegt das daran, dass manche nicht die Wahrheit sagen? Oder uns ganz konkret sagen, was überhaupt richtig Fakt ist? Es wird viel, viel geredet und nicht gemacht. Man kriegt von unten her das Gefühl, dass von oben da nicht kommt. Bloß bla bla, bla bli und nicht. Die Menschen wollen auch und müssen geführt werden. Sie müssen ein Ziel haben. Ja. Und das Ziel muss man ihnen geben. Und man darf es nicht zerreden. Wird also zu viel gestritten? Was wäre dazu die Alternative? Gerade im Osten kennt man eine. In der DDR wird klar geführt. Jeder weiß, wem er glauben soll. Nichts wird zerredet. Die Partei, die hat immer recht. Und Genossen, es bleiben dabei. Wie die Sowjetunion, die uns befreit hat, wer die Deutsche Demokratische Republik zum Jahr 2000 diese Schwelle mit der Gewissheit überschreiten, dass nur dem Sozialismus die Zukunft gehört. Auch der Kulturwissenschaftler Wolfgang Thierse lebt in diesem Staat. Er macht nicht mit, aber lange Zeit auch nichts dagegen. Ein Leben überschattet von der Frage, das jetzt für immer? Auf die Straße! Doch dann gehen die Menschen auf die Straße. Sie rufen nicht nach mehr Führung, sondern nach weniger. Wenn ich jetzt nicht auf die Straße gehe mit den anderen zusammen, wenn ich jetzt nicht laut werde und mitmische, werde ich mich mein ganzes weiteres Leben vor mir selbst und vor meinen Kindern schämen. Das war das dringende Gefühl. Jetzt oder nie. Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Es sind Wochen der Euphorie, des Rauschs. Die Demokratie, sie kommt im Chaos. Wolfgang Thierse entscheidet sich fürs Mitgestalten. Er wird Chef der Ost-SPD und Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer. Ein Parlament, das sich am Ende friedlich selbst auflöst. Thierse wechselt in den Bundestag und wird schließlich dessen Präsident. Zum ersten Mal wurde ein Ostdeutscher in eines der hohen Ämter der gemeinsamen Republik gewählt. 8 Jahre nach der staatlichen Vereinigung. Inzwischen hat Thierse den Bundestag verlassen. Geblieben ist in ihm ein Ärger über ein Missverständnis, wie er sagt. Es gibt Erwartungen an die Demokratie, die muss man, glaube ich, schon autoritäre Erwartungen nennen. Die Erwartung an die schnelle, schmerzlindernde Lösung der ärgerlichen, lästigen Probleme, die einen so ängstigen. Die Erwartung, dass die Demokratie meine Wünsche nach Wohlstand und Sicherheit unmittelbar und schnell erfüllt. Das kann Demokratie nicht. Gerade weil Demokratie Streit ist zwischen unterschiedlichen Meinungen, dauert sie. Das verlangt Geduld. Entsetzlich viel Geduld. Manchmal hat sie meine auch strapaziert in den vergangenen 27 Jahren. Aber wir wissen es doch aus der Geschichte. Ein Diktator kann schnell sein. Die Zeche bezahlen alle anderen. Aber so ein Führer, ist das dann auch Demokratie? Bitte? Also eine Führungsperson zu haben, die diesen Kurs vorgibt? Ich rede nicht über eine Führungsperson. Sondern wer gibt das Ziel dann vor, dieses eine? Zum Beispiel
wie das russische Parlament im Moment funktioniert. Ja. Das würde aber mir gefallen. Wer gibt da das Ziel vor? Die Leute, die in der Duma sitzen. Aber haben die alle ein einheitliches Ziel? Am Ende ja. Wer wie die Westdeutschen einen 40-jährigen Vorsprung in Sachen Demokratie hat, hat auch einen Vorsprung in Sachen Enttäuschungserfahrungen. Ich sage das immer etwas nett, die Westdeutschen haben schon mehr demokratische Hornhaut als die Ostdeutschen. Die sind noch etwas empfindlicher, weil ihre Erwartungen ungeduldiger, größer und auch ein bisschen autoritärer sind als die der Westdeutschen. Enttäuschungen verdauen. Alle bitte mal warten, statt erwarten. Liegt der Fehler also bei uns, den Wählern? Es gibt Experten, die behaupten das. Einen treffen wir in Stockholm, Schweden. Jason Brennan hat gerade einen Lauf. Er ist ein vielgefragter Mann, auf Promotour durch Europa. Brennan ist Professor an der Georgetown University in Washington. Auch er Autor eines Buches. Titel: Gegen Demokratie. Warum wir Politik nicht den Unvernünftigen überlassen sollten. Seine These provoziert. Die meisten Menschen hätten einfach keine Ahnung, was das Beste ist für alle. Die größte Bedrohung der Demokratie ist die Ahnungslosigkeit der Wähler. Deshalb wählen sie schlechte Regierungen. Brennan teilt die Menschen ein in Prototypen. Die meisten Politologen, sagt er, glauben, wir seien alle Mr. Spock. Perfekte, rationale Wesen, immer auf der Suche nach der besten Lösung. Plato meinte, wir sollten Philosophenkönige haben. Und Aristoteles antwortete, ja, sollten wir, die gibt's bloß nicht. Klar wäre es toll, wenn jeder ein leidenschaftsfreier Denker wäre. Du weißt ein paar Dinge und ich weiß ein paar. Dann erzielen wir einen Kompromiss, weil jeder die Argumente des anderen anerkennt. Nur in Wirklichkeit verhalten sich Menschen nicht so. Statt Vulkanier, behauptet Brennan, seien die meisten Wähler Hooligans. Menschen, die Politik begreifen als ein Wir gegen die anderen. Unfähig zum vernünftigen Entscheiden. Fußballfans wissen eine Menge Fakten über das Spiel, aber sie verarbeiten sie sehr voreingenommen. Der Schiri pfeift gegen dein Team und du denkst, unfair. Er pfeift für dein Team, natürlich ist das fair. Und die Gegenseite denkt genau andersrum. Man hat Zugang zu derselben Information, aber man versteht das, was man glauben will. Solche Leute nutzen nur die Medien, die ihre Meinung bestätigen. Und sie halten Menschen, die anderer Meinung sind, für dumm und böse und korrupt. Und das wird gerade immer schlimmer. Die Menschen sind polarisierter als früher. Aus irgendeinem Grund macht uns Politik gemein und irgendwie dumm. So erklärt Brennan das Brexit-Referendum in Großbritannien und auch die Wahl von Donald Trump. Nicht klug abwägende Wähler hätten da entschieden, sondern aufgepeitschte Hooligans. In der Logik, wir gegen die anderen. Vor allem gegen die da oben. I am your voice. Die Konsequenz, die Brennan zieht, ist radikal. Nicht jeder soll das gleiche Wahlrecht haben. Wer informierter ist als andere, darf mehr Stimmen abgeben. Das Ziel? Mehr Macht für kühle Lösungsfinder. Epistokratie, die Herrschaft der Gebildeten. Wenn ich zu einem Klempner sagen würde, ich weiß nichts übers Klempnern, aber meine Meinung darüber ist genauso viel wert wie deine, der würde mich auslachen. In Sachen Politik aber tun wir oft so, als wüssten alle gleich viel. Deshalb bevorzuge ich Korrekturen an der Demokratie, die manchen Positionen mehr Gewicht geben, die die Weisheit der Masse besser rausarbeiten, als die Demokratie das vermag. Abwegig. Darin sind sich viele einig, Politiker wie Bürger. Diese Idee geht gar nicht. Aus ganz prinzipiellen Gründen. Das Grundprinzip der Demokratie ist, dass jede Macht, jede Entscheidungskompetenz, die irgendjemandem anvertraut wird, sich zurückführen lassen muss auf eine Entscheidung
des souveränen Volkes und aller seiner Mitglieder. Der Sinn einer Demokratie war ja, alle Macht dem Volk und jeder gleichberechtigt, steht auch in unserem Grundsatz drin, dann sollte auch jeder das gleiche Stimmrecht haben. Jeder Mensch sollte gehört werden. Ja. Also ob ich jetzt eine hohe Bildung habe oder Doktor bin oder ob ich nur Penner von der Straße bin. Die Gleichheit des Bürgers vor dem Recht und vor der Urne ist schon ein ganz kostbares Grundprinzip unserer Demokratie, das ich nicht so leicht ausgeben müsste. Demokratie muss auch mit Unverstand, mit Dummheit leben, so wie sie mit Arroganz und Frechheit und Unverschämtheit ja auch leben muss. Wenn man sich das alles mal überlegt, wer wählen geht und wie viel die Leute darüber wissen und was die Entscheidungen sind, hört sich das eigentlich ganz gut an, aber widerspricht halt dem ganzen Prinzip und ist deswegen nicht gut. Wie aber kann die Demokratie sonst besser werden? Das wollen die jungen Aktivistinnen in Pirna wissen. Nicht nur auf dem Marktplatz, sondern auch zwischen den Plattenbauten. Ich würde mir wünschen, dass unsere Regierung, die Leute, die ja wirklich was, der Herr Maas zum Beispiel oder was weiß ich, dass die hier mal einfach mal so 2 Monate in so einem 17-Geschosser in einer Einraumwohnung wohnen, wo der Gang nach Urin riecht und du auf deinem Gang als einziger Deutsch sprichst oder als Frau dich hier mal durchschlagen musst oder als Mutter dich behaupten musst. Das würde ich mir mal wünschen und dann würden wahrscheinlich einige Dinge sich mal drehen. Ich denke nicht, dass sie noch irgendeine Verbindung zur normalen Gesellschaft haben. Die fahren gepanzerten Limousinen zur Arbeit und kommen auch wieder zurück. Die haben ihre eigene kleine Welt, die haben ihre Berater, die haben, ich sag jetzt mal, ein Umfeld, das mit unserem gar nichts mehr zu tun hat. Da sitzt kein Bäcker drin, der früh um 2 Uhr aufsteht und Brötchen bäckt. Volksvertreter fern vom Volk. Diese Klage ist uralt. Neu ist eine Idee dagegen. Flüssige Demokratie. Jena in Thüringen. Es ist der vorletzte Tag vor den Sommerferien. Zeit, auch in der Schule mal über Grundsätzliches zu sprechen. Zum Beispiel übers Mitbestimmen. Ich habe mir überlegt, da ich heute so einen erlesenen Kreis hier habe, wollte ich mir mit euch schon mal so ein paar Ideen anschauen, die ihr im Schulbereich drin habt. Marina Weißband leitet ein bundesweites Demokratieprojekt. Gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Name Aula. Ein Programm für mehr Mitbestimmung an den Schulen. Online, mit einer extra programmierten App. Hier wurde eine Idee eingestellt, nämlich, dass die Fahrradständer überdacht werden sollen. Und hier ist direkt ein Vorschlag zur Finanzierung, dass man eine Sammelaktion starten könnte, wo jeder Schüler, der mit dem Fahrrad kommt, 1 bis 2 Euro spendet. Die Schüler können Ideen vorschlagen, Ideen bewerten, Stimmen sammeln. Demokratie konkret. Wenn ihr eine Idee oder einen Verbesserungsvorschlag geschrieben habt, hilft das immer, direkt zu allen euren Freunden zu rennen und zu sagen, hey, votet das mal. Weil dann geht das ganz, ganz schnell. Dann werden die ganz schnell super beliebt. Weißband will bei den Schülern etwas wecken, das sie bedroht sieht in der Gesellschaft. Die Lust aufs Mitmachen und aufs Verändern. Die Frage wäre dann auch, wer macht's und wann. Ob wir es selber machen und in der Schulzeit oder in der Freizeit. Die Frage wäre auch, woraus. Also ob Plastik, Stein, Metall, Kunststoff. Was mir fehlt, ist das visionäre Denken. Wie die Welt aussehen könnte. Das erlebe ich auch immer, wenn ich an die Schulen gekommen bin früher, um das Aula-Projekt vorzustellen und um mal so ein bisschen anzutesten, habe ich gefragt, wenn ihr alles an eurer Schule ändern dürftet, was immer ihr wollt, werdet ganz utopisch, damit ihr so richtig gerne hingeht, kamen dann so Antworten wie, vielleicht mehr Klopapier auf den Toiletten. Man muss das Denken in eine visionäre Richtung öffnen. Und im Moment hat der Neoliberalismus es geschafft, unsere Schülerinnen und Schüler, unsere jungen Menschen darauf zu trimmen, ich muss ein Praktikum kriegen, ich muss einen Job kriegen, ich muss weiterkommen. Und sie haben nicht mehr die Zeit und nicht mehr die Energie, um sich umzusehen und zu denken, wie könnte die Welt eigentlich sein? Was fehlt mir eigentlich? Beispielsweise eine Schülerzeitung oder ähnliches. Eine Schülerzeitung? Ja, absolut. Hast du so eine Idee zufällig schon im Schulraum gefunden? Nee, ich könnte aber mal nachgucken. Wenn du sie nicht findest,
Dann stell sie ein. Ja, das werde ich machen. Mitmischen, mitmachen. Für Weißband selbst war das nicht immer selbstverständlich. Sie ist aufgewachsen in der Ukraine, Anfang der 90er, als das Land noch viel atmet vom alten Sowjetgeist. Später zieht die Familie in die Bundesrepublik. Demokratie entdeckt Weißband an dem Tag, an dem sie zum ersten Mal wählen geht. Für mich war dieser Akt des Wählens so seltsam, weil ich dachte, ich komme in dieses Land und die vertrauen mir genug, um mich ihre Regierung wählen zu lassen. Und dann habe ich gedacht, diesem Vertrauen muss ich mich würdig erweisen. Und dann bin ich am selben Tag in die Piratenpartei eingetreten, obwohl ich das nicht vorgehabt hatte. Bei den Piraten macht Weißband schnell Karriere, wird Bundesgeschäftsführerin mit Mitte 20. Die Partei feiert Erfolge, kommt in Landtage. Sie will die Politik updaten mit einem ganz neuen Betriebssystem. Flüssige Demokratie. Ich sehe es als unsere Aufgabe von Politikern, den Bürger wieder in die Entscheidungsfindungsprozesse zu involvieren. Wenn alle Menschen liquide Demokratie nutzen, braucht man gar keine Parteien mehr. Weder die Piraten noch irgendjemanden sonst. Doch schon bald versinkt die Partei im Streit. Beschäftigt sich vor allem mit sich selbst. Das Update ist abgestürzt. Nur knapp 2%, das ist die Prognose für die Piraten. Damit jeder schon mal eine Münze hat, ich habe hier eine kupferne Münze für euch, verliert die nicht. Marina Weißband ist inzwischen ausgetreten aus der Partei. An flüssige Demokratie glaubt sie noch immer. Den Schülern erklärt sie die Idee mit einer simulierten Abstimmung über die nächste Klassenfahrt. Diese Münze, ihr stellt euch vor, das ist eure Stimme. Das ist die Stimme, mit der ihr etwas abstimmen könnt. Also Rom oder Madrid? Jeder kann direkt abstimmen. Oder, das ist das Neue, indirekt. Ihr könnt euch jetzt entscheiden. Willst du selber abstimmen, in welche Stadt du fährst? Oder willst du deine Münze immer geben? Ich stimme selber ab. Dann kann ich ja sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, aber du hast Ahnung, deswegen gebe ich dir meine Stimme und du wirst schon sinnvoll entscheiden. Genau das ist die Idee. Statt immer direkt abzustimmen, soll der Wahlbürger seine Stimme auch mal delegieren können. An jemanden, dem er vertraut, der mehr Ahnung hat vom Thema. In der simulierten Abstimmung ist es zum Beispiel Emma. Die war immerhin schon mal in Rom. Viele trauen ihr zu, gut zu entscheiden. Sie kann die gesammelten Stimmen jetzt abgeben oder noch weiter delegieren. Es entstehen dauernd Netzwerke. Jeder kann jederzeit seine Stimme zurückholen, neu vergeben. Neues Thema, neues Netz. Der Bürger bleibt im Aktivmodus. Warum erkläre ich meinen Schülern liquide Demokratie? Weil ich möchte, dass diese scharfe Grenze zwischen ich bin Politiker und ich bin Bürger und ich sage dir, was du zu tun hast und ich pöbel dich an, verschwimmt. Das Liquide an der liquiden Demokratie ist das Verschwimmen von meiner Rolle als Bürger und meiner Rolle als Politiker. Ich glaube, ohne dieses Denken gewinnen die Kräfte, die sagen, oh, ich bin mir eigentlich zu bequem für alles, können wir nicht bitte wieder einen starken Mann einführen, der Entscheidungen trifft. Demokratie verflüssigen, um sie zu retten? Die Idee erscheint utopisch. Aber kann alles so bleiben, wie es ist? Während in Deutschland die Demokratie träge wirkt, wird sie anderswo gerade neu interpretiert. Als Durchgreifen im Namen des Volkes. Türkei, ein Präsidialsystem, Massenverhaftungen inklusive. Polen, Entmachtung der Justiz. Ungarn, Einschränkung der Pressefreiheit. Die Mehrheit hat mir die Macht gegeben, jetzt kann ich machen, was ich will. Ja, dies ist im Moment natürlich eine große Gefahr. Aber ist Demokratie nicht genau das? Mehrheitsherrschaft? Was soll das heißen? Schutz der Minderheit. Noch einmal der Blick in die Geschichte. Say you want a revolution. 1968. Die Nachkriegsruhe ist vorbei. Jugendliche, Studenten begehren auf gegen die träge Mehrheit. Unter anderem gegen alte Nazis an der Macht.
und gegen neue Notstandsgesetze, die der Regierung im Ausnahmezustand das Durchgreifen erlauben. Die Jugend will mehr Demokratie. Die Notstandsgesetze sind Teil eines faschistischen Denkens. Aufstand gegen das Establishment, nicht nur in Deutschland. In Frankreich kommt es zum Generalstreik und zu Straßenschlachten. In beiden Ländern ganz vorn dabei ein Aufrührer namens Daniel Cohn-Bendit. Dani Le Rouge, der rote Dani. Aus einer langen Tradition, die vom Algerienkrieg herstammt, sind die französischen Studenten viel härter gegen, sagen wir, die etablierte Macht als in Deutschland. Alles war möglich. Wir hatten keine Angst vor der Zukunft. Wir haben nur gesagt, unsere Zukunft wollen wir selber gestalten. Die Regierenden verstehen den Aufstand der Minderheit als Angriff auf die gute Ordnung. Mehr Demokratie brauchen wir nicht. Sie lassen knallhart niederschlagen. Doch dann zeigt die Demokratie eine ihrer Stärken: Integration. Sie saugt die neue Bewegung auf, verändert sie, verändert sich. Plötzlich hört man neue Töne. Die Regierung kann in der Demokratie nur erfolgreich wirken, wenn sie getragen wird vom demokratischen Engagement der Bürger. Wir suchen keine Bewunderer, wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und mitverantworten. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Es funktioniert. Aus Revoluzern werden Etablierte. Cohn-Bendit wird Parteimensch, Lokalpolitiker in Frankfurt. Schließlich Europaparlamentarier. Erkenntnis eines bewegten Lebens? Ohne Sinn für Minderheiten zerstört die Demokratie sich selbst. Die Mehrheit der Ungarn haben Orbán gewählt. Die Mehrheit der Türken, auch wenn knapp, hat Erdogan diese Macht gegeben und so weiter und so weiter. Die Mehrheit der Deutschen hat in einem Volksentscheid auch die Mehrheit von Hitler bestätigt. Das ist so. Demokratie ist ein Risiko. Die Sehnsucht nach einem starken Mann wurzelt heute oft in dem Eindruck, demokratische Politiker seien hilflos gegenüber der globalen Wirtschaft. Die können was ändern, aber nicht, wenn die Vorzimmerdame von Siemens gesponsert ist und der die Reden schreibt, das ist der von der Pharmawirtschaft, ne? Und das geht nicht. Die Erfahrung vieler Menschen und auch die Tatsache, dass demokratische Politik ohnmächtig erscheint oder jedenfalls viel zu wenig mächtig erscheint gegenüber finanzökonomischer Macht, gegenüber den Finanzmärkten, den Entscheidungen der globalen Unternehmen. Das ist ein Faktum und das ist auch der Eindruck von vielen. Aber stimmt der Eindruck? Ist die Demokratie zu schwach? Stärker als die Atomenergie kann man kaum sein. Und man kann aussteigen aus der Atomenergie. Stärker als die Zigarettenlobby kann man kaum sein. Und man kann sie zurückdrängen. Also man kann. Es ist nicht wahr, dass man nicht kann. Richtig ist, dass die Politiker manchmal oder die politische Klasse manchmal hilflos ist gegenüber Widersprüche in der Gesellschaft. Klimawandel ist ja nicht so, dass alle Menschen hier in Deutschland, Frankreich sagen, Klimawandel ist wichtig und die Politiker lösen das nicht, sondern die Menschen haben das gar nicht gesehen. Es war eine kleine Minderheit, es waren Wissenschaftler, die angefangen haben, bis sich das bei Politikern und in der Gesellschaft durchgesetzt hat, hat es unheimlich lange gedauert. Da ist sie wieder, diese Langsamkeit. Lassen sich Zukunftsfragen wirklich nicht effizienter diskutieren und lösen? Vielleicht doch. Und vielleicht kann dabei einer helfen. Der Zufall. Ein Beispiel dafür finden wir in Filderstadt in Baden-Württemberg. Eine Vorortgemeinde von Stuttgart, ganz nah am Flughafen. Vor gut 40 Jahren ist die Stadt entstanden aus 5 Einzelorten. Eine gemeinsame Identität gibt es noch immer nicht. Das soll sich ändern. Die Stadtverwaltung hat für diesen Abend Bürger eingeladen. Zum Gespräch über Filderstadts Zukunft. Gemeinsam haben sie eigentlich nur eins.
Sie wurden zufällig ausgewählt. Test, Test. 1, 2, 1, 2. Man nimmt das Einwohnermelderegister und das ist ja alles im PC in einem System drin. Und da gibt es ein Programm, das ist ein Zufallsgenerator und der wählt uns quasi Adressen raus von Bürgerinnen und Bürgern. Und die sind dann quasi in so einem Lostopf. Milieus, die eher weniger zu solchen Beteiligungsveranstaltungen kommen, haben wir doppelt so viele eingeladen wie die Leitmilieus, die sowieso immer in der Überzahl sind. Spielerisch tasten sie sich ran ans Thema dieses Abends. Nachhaltigkeit. Erste Ideen werden diskutiert, gewichtet. Man kommt ins lockere Gespräch. Bezahlbarer Wohnraum. Wenn ich könnte, würde ich auch noch die Füße hochhalten. Zufällig geloste Bürgerräte. Vielerorts wird damit gerade experimentiert. In Österreichs Bundesland Vorarlberg stehen sie sogar in der Verfassung als regelmäßiges Organ. Ist das ein Modell der Zukunft? Patricia Nanz meint unbedingt. Die Wissenschaftlerin forscht über Formen der Bürgerbeteiligung. Bürgerräte hält sie für die beste Idee seit langem. Meine Erfahrung ist, dass durch den Zufallsgenerator Menschen zusammenkommen, gerade in Vorarlberg ist es beispielsweise immer der Fall, wo Leute miteinander sprechen, die sonst nie miteinander sprechen würden, aus unterschiedlichen Milieus. Und dass sie etwas entwickeln gemeinsam, wo sie sehr, sehr froh drüber sind. Eine Frau hat mal zu mir gesagt mit 65, ich bin als ich reingegangen und nach 1,5 Tagen als wir wieder rausgekommen. Und genau sowas brauchen wir in der demokratischen Öffentlichkeit. Das ist die Voraussetzung von Demokratie. Aber gibt es genau dafür denn nicht Volksvertreter, und zwar ordentlich gewählte? Der Zufall als Auswahlprinzip? Ganz neu ist die Idee jedenfalls nicht. Das Modell Demokratie existiert schon seit mehr als 3000 Jahren. Allgemeine Wahlen kamen aber erst mit der Französischen Revolution ins Spiel, also vor knapp 250 Jahren. Vorher galt tatsächlich oft der Zufall als besonders demokratisch. Im antiken Athen zum Beispiel. Fast alle Mandate für Entscheidungsgremien wurden hier per Los besetzt. Eine Megalotterie. Frauen und Sklaven waren ausgeschlossen. Abgesehen davon konnte das Los jeden treffen. Gute Selbstdarstellung, Vermögen, Wahlversprechen, alles egal. Diese Idee erlebt jetzt also eine Renaissance. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass man Zukunftsräte ins Leben ruft, auf allen möglichen verschiedenen Ebenen, von der lokalen Ebene über die regionale bis zur Bundesebene, die besonders die Zukunftsthemen bearbeiten, die ja in Legislaturperioden, die in kurzfristigen Zeiträumen denken, zu kurz kommen. Also Fragen des demografischen Wandels, von Digitalisierung. Wie wollen wir in 20, 30 Jahren leben? Zufallsbürgerräte als neue Kammer neben dem Bundestag? Die Gelosten debattieren, die Gewählten entscheiden? Der Präsident der Gewählten weiß nicht recht. Da, wo auf kommunaler Ebene damit Erfahrungen gemacht werden, sind sie weder so himmelhoch jauchzend, dass man das für den Königsweg künftiger Entscheidungsverfahren halten könnte. Aber sie sind auch nicht so entmutigend oder abschreckend, dass man das als Vorschlag gleich wieder aussortieren sollte. Mein Eindruck ist, dass sie an manchen Stellen eine sinnvolle Ergänzung gerade für die Vorbereitung und auch für die gefühlte Legitimation von Entscheidungen sein können. Sie ersetzen gewählte Organe sicher nicht. In Filderstadt sammeln die Bürger an diesem Abend Themen, Anregungen. Im offenen Gespräch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es gibt für manche ein Problem, für Frauen oder S-Bahn abends, wenn man ankommt, man fühlt sich unwohl. Ich gebe der Dame vollkommen recht. Ich kenne das mit der S-Bahn. Ich würde es schöner finden, wenn das eine schön gestaltete Fußgängerzone wäre, die dann auch in die aktuelle Fußgängerzone übergeht. Ne? Was umgesetzt wird und was nicht, das soll am Ende der Gemeinderat entscheiden. Also wir nehmen die Bürger ernst, insofern, dass wir mit ihnen ganz offen reden, auch Kritik annehmen, dann
alles dokumentieren und versuchen, auch in unsere Fachkonzepte mit einfließen zu lassen. Wir müssen uns auch daran messen lassen, was umgesetzt wird. Nur ein Wunschkonzert machen wir keins. Ein letztes Mal zurück nach Pirna, zu den Demo-Aktivisten. Der Tag geht zu Ende. Sie wollten für die Demokratie werben, sie retten. Und? Die Bilanz ist zweigeteilt. Was mich überrascht hat zuerst einmal, ist, dass sehr, sehr viele Menschen sich eigentlich wünschen, dass jemand anderes ein bisschen für sie in die Hand nimmt, in welche Richtung es weitergehen soll. Und ganz viele Menschen gar nicht so sehr den Wunsch haben, sich jetzt viel mehr aktiv einzubringen. Ich fand, es war heute einfach ein Tag, an dem man, abgesehen davon, dass das eben ein überraschendes Ergebnis war, schon auch gemerkt hat, dass eigentlich sehr, sehr viele Leute gesprächsbereit sind. Und auch Leute, von denen ich es vielleicht auf Anhieb nicht gedacht hätte. Und wo ich bei den ersten Sätzen noch so dachte, oh, gleich dreht er sich um und geht. Und die dann trotzdem total offen waren, wenn man sich wirklich mal die Zeit genommen hat, zuzuhören. Und das ist halt eigentlich was, was mich eher ermutigt, so nach dem Tag heute. Und wie geht es weiter? Demokratie ist kein Naturgesetz. Was also könnte nach ihr kommen? Das ist die Eule von Aula. Ich bin Utopist. Und in meiner Utopie kommt eine Anarchie, in der wir miteinander leben, ohne Macht aufeinander ausüben zu müssen. Aber das ist sehr weit weg. Ich glaube, dass im Moment die Demokratie noch sehr lange vorhalten muss. Und ich weigere mich, mir eine Zukunft vorzustellen, in der es in die andere Richtung bergab geht. Was kommt nach der Demokratie, so wie wir sie jetzt kennen? Ja, nee. Also, das ist auch eine Spekulation, das machen wir jetzt nicht. Also, die können Sie anstellen. Also, ich will mir das gar nicht vorstellen, dass etwas nach unserer Demokratie kommt. Ich wünsche mir, dass wir experimentieren, wie unsere Demokratie lebendiger wird, wie mehr Bürger bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Darum muss es gehen. Nein, nein, ich glaube, das ist unaufgebbar. Die Gewaltenteilung, die Minderheitenrechte und die Überzeugung, dass alle Bürger gleichwertig sind. Nach der Demokratie brauchen wir Systeme, in denen Stimmen gewichtet werden und Menschen kundiger werden. Repräsentative Regierungen sollten wir behalten, aber das Wissensproblem lösen. Die Demokratie, wie wir sie kennen, wird sich notwendigerweise weiterentwickeln. Sie haben vorhin diese Bürgerräte genannt, die ausgelost werden. Das wird irgendwann kommen. Dann haben wir jetzt die große Herausforderung einer europäischen Demokratie. Das ist ja gar nicht ausformuliert. Also keine Angst. Wir haben noch viele demokratische Auseinandersetzungen vor uns. Meine Generation wird sich entweder als eine Generation der Leute erweisen, die relativ untätig die Demokratie haben sterben lassen, oder als eine Generation von Helden, die für die Demokratie eingesprungen sind und in schwieriger Lage sie verteidigt haben.